Eiche zeigt. Boom. Komm, ich zeige euch, was ich gedruckt habe. Meine ersten beiden Rollen Filament waren diese hier. Einmal eine graue von Sunlu, 1 Kilo PLA und azurblaues Prushament, auch 1 Kilo. Das hier kostet so 15 Euro und die Rolle kostet 25 Euro. Bei dem grauen da konnte ich quasi nicht viel falsch machen und deswegen war das so meine erste Wahl. Und das allererste, was ich gedruckt habe, war ja so eine Pfeife hier. Und die hat inzwischen auch ihren Besitzer gewechselt. Da für dich. Dankeschön. Test. Alter. Mach mal richtig, Alter. Alter, das ist übel laut. Das ist übel laut, gell? Alter. Und danach habe ich erstmal alles so gedruckt, was auf dem Drucker vorinstalliert war. Das waren zum Beispiel dieser Bolzen mit Muttern oder das Schiff hier, das Banshee. Und weil das dann aber auf Dauer langweilig wird, habe ich mich dann an die ersten heruntergeladenen Dateien rangetraut von anderen Usern. Und da gibt es eigentlich zwei Plattformen, die ich sehr geil finde. Die eine ist thingiverse.com und die andere ist prusherprinters.org. Und weil ich erstmal alles aus PLA gedruckt habe, nenne ich das erste Kapitel hier jetzt einfach PLA. So, ich habe erstmal was Praktisches gedruckt, Griffe für den Monsieur Cousin, dann ein Pickholder für Gitarren, Plektren, Plektrums. Und dann habe ich noch einen Schädel gedruckt, einen mit Schnurrbart für einen Kumpel von mir, der Friseur ist. Man muss es sich in diesen schwierigen Zeiten zum Friseurhandwerk echt gut halten. Ja, und dann habe ich die Low-Poly-Toys entdeckt von Flowerlistic und den finde ich mega geil. Die gibt es in schönen Varianten. Es gibt Droiden, es gibt einen Stormtrooper, es gibt diesen Vader hier. Den habe ich gleich ein paar Mal gedruckt. Lukas hat dann das hier geschrieben und ja, das habe ich dann auch gemacht. Allerdings ohne Umhang. Mit dem kann ich leider nicht dienen. Aber ich habe erstmal den Vader mit der Dose grundiert, damit später die Acrylfarbe drauf hält. Nein, du wirst mich nicht lackieren. Oh nein! Windig. Dann habe ich mit mehreren Schichten schwarzes Acryl aufgepinselt. Danach hat die Figur noch eine Drybrush bekommen. Manche kennen das ja von euch bereits. Und am Ende habe ich mit Rot noch kleine Akzente gesetzt, so als Eyecatcher. Und tada, ja, fertig ist der schöne Vader. Ich finde ihn echt nice geworden. Und ich muss auch echt sagen, ich bin da immer noch so krass von fasziniert. Also, wenn man mir als Kind gesagt hätte, dass ich mir irgendwie mal meine eigenen Actionfiguren drucke, also es sind nicht meine eigenen, aber ihr wisst, was ich meine, dass ich mir überhaupt Actionfiguren drucken kann. So, und dann gibt es so ein komisch ungeschriebenes Gesetz, dass irgendwie jeder mit einem 3D-Drucker Vasen drucken muss. Ich habe dann auch erstmal Vasen gedruckt. Nämlich solche hier, so kleine Planter, da kann man irgendwie ja, so Zimmerpflanzen und so reinstellen oder irgendein Schraubenkram, Kleinzeug auf dem Schreibtisch. Aber was so übel cool ist, ist dieser Vasenmodus, den ich dann entdeckt habe. Spiralvasenmodus heißt der oder Spiral Mode, Vase Mode. Was er da macht, ist, statt Schichten zu drucken, druckt er eine lange Wurst die ganze Zeit im Kreis, bis die Vase fertig ist. Und das hat halt den Vorteil, dass man so ein super smoothes Ergebnis hinbekommt, weil der halt nicht absetzen muss. Dadurch entstehen dann manchmal hier diese Spuren. Hat aber den Nachteil, dass es halt super dünnwandig ist. Aber hat irgendwie auch was. Ist so ein bisschen transparent, hat mir sehr gut gefallen. Und die große Vase hier, die konnte ich schneller drucken als die kleine. Verrückt. Ja, dann habe ich noch mehr Star Wars Kram gedruckt, so Generatoren. Ich zeige die mal kurz. Manche kennen die von Tatooine. Die hebe ich mir auf für ein zukünftiges Projekt, denn da will ich noch was draus basteln. Und es ist halt auch so schön, dass sich da die Hobbys so gegenseitig befruchten. Das klingt furchtbar. Und das ist halt nice, weil da die Hobbys so zusammenfinden und ja, ich sag's nicht nochmal. Okay, als nächstes habe ich dieses Ding hier
Und das ist wirklich abgefahren, weil man das im Stück drucken kann. Also dieser Oktopus hier, der kommt dann wirklich so vom Druckbett und man löst den ab und diese Glieder hängen dann alle ineinander, wie bei so einem Kettenhemd. Finde ich mega faszinierend, dass es funktioniert und dass es so gut funktioniert und einfach wie cool das Ding ist. So, und wenn wir jetzt schon beim Thema Oktopus sind, muss ich kurz was erzählen. Ein Kumpel von mir, der ist irgendwie übel witzig. Wenn man den was fragt, dann kriegt man sehr schnell eine sehr ungewöhnlich präzise Antwort. Ich mach mal ein Beispiel. Hey, was wärst du eigentlich in deinem nächsten Leben? Ich wäre Dorodango-Meister. Ich mach noch ein Beispiel. Hey, sag mal, soll ich dir eigentlich mal was drucken? Hättest du da Bock drauf? Gibt's irgendwas in deinem... Fällt dir irgendwas ein, was du gerne hättest? Ein Faktopus. Wisst ihr, was ich meine? Und so, Dicker, dieser Faktopus ist für dich. Ja, und dann habe ich mich auch mal rangetraut, selber eine 3D-Datei zu erstellen. Das habe ich hier mit diesem Eiche-Machen-Sachen-Logo gemacht. Und dazu habe ich die Vektoren als SVG exportiert aus Illustrator. Dann die SVG in Blender geladen. Mit Blender kenne ich mich ein bisschen aus. Und die Vektoren extrudiert. Und das wiederum als STL exportiert, um es im Slicer öffnen zu können und dann eben als G-Code wieder zu exportieren. Aber G-Code ist halt das, was der Drucker versteht und das hat super geklappt. Ich werde mich in das ganze Thema auch noch ein bisschen mehr reinfuchsen, so Konstruktion und auch mal was Design. Das ist so der coolste Anspruch, den man dann natürlich haben kann, dass man selber etwas entwirft und dann auf dem 3D-Drucker druckt, finde ich. Irgendwann konnte ich dann aber keine grauen oder blauen Plastikteile mehr sehen und da habe ich mir noch zwei Filamente bestellt, nämlich einmal ein schwarzes und ein weißes. Ich habe mich schon gewundert, warum das bei der Bestellung Neon White hieß. Und ich wusste, irgendwas ist falsch. Und dann habe ich das Licht ausgemacht. What? Es ist Glow-in-the-Dark-Filament. Jetzt habe ich 1 Kilo Glow-in-the-Dark-Filament. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ernsthaft. Das Einzige, was mir irgendwie eingefallen ist, ist ein Schädel, so ein anatomisch korrekter Schädel und der leuchtet dann im Dunkeln, das wäre irgendwie cool. Aber ich bin mir sicher, dass ihr da geilere Ideen habt. Haut's mir in die Kommentare und ich guck, was ich davon drucken kann. Dann machen wir das so. Ja, so machen wir das. Fuck it. Aber diese schwarze Rolle hier, die ist genauso, wie ich sie haben wollte. Das ist 1 Kilo PETG, auch Prushament in Jet Black. Und PETG heißt das nächste Kapitel. PETG. Und die erste Hälfte war jetzt mehr so Dekokram und die zweite Hälfte, da zeige ich euch jetzt praktische Dinge. Denn im Gegensatz zu PLA ist PETG viel robuster und viel UV-beständiger als PLA. Es ist nicht so leicht zu drucken, also es ist ein bisschen schwieriger zu drucken. Es zieht Fäden, es hat nicht so krasse Details, aber die Sachen sind dafür halt mega robust und fühlen sich auch echt cool an. Ich bin super Fan von dem Material. Und ich habe erstmal was Kleines gedruckt, so Schutzkappen für meinen Audiorekorder, weil die gibt's einfach nicht und mich hat gestört, dass die Kontakte immer so offen liegen. Und dann finde ich Pelli-Cases so geil für Fotokram habe ich da zum Beispiel einige und dann habe ich mir so kleine Pelli-Cases gedruckt. Und dieses hier ist eins für Batterien. Und finde ich ultra cool. Als nächstes habe ich mir so eine Art Schlüsselbund gemacht für meine Filamente. Also, dass ich dann sehen kann, ich habe die jeweils immer in zwei Qualitäten ausgedruckt, in sehr gut und in gut. Und dann kann ich eben jedes Mal, wenn ich ein neues Filament kaufe, drucke ich das wieder aus und dann weiß ich, okay, mein Drucker macht mit folgenden Einstellungen diese Dinge hier. Das hilft mir sehr und gefällt mir gut. Da fast alle Teile des 3D-Druckers aus genau diesem Filament gedruckt wurden, also aus diesem Jet Black PETG von Prushament, habe ich angefangen, Upgrades für den Drucker zu drucken. Als allererstes auch wieder was Einfaches, so eine Schutzkappe, dass einfach kein Staub oben in die Z-Achse reinkommt. Und dann noch so ein Daumengriff für das Druckbett, auch ganz praktisch, damit kann man einfach die Druckplatte leichter lösen. Als nächstes
habe ich mir einen Griff rausgesucht, auch von PrusaPrinters.org. Gibt verschiedene Modelle, aber der hat mir besonders gut gefallen, weil der diesen industriellen Look hat und weil das sehr gut zum Design des Druckers passt. Und diesen Griff, den befestigt man an den Aluprofilen mit T-Nuts oder T-Muttern oder ich glaube auch Nutensteine genannt. Und diese Nutensteine, die gab es einfach nirgendwo. Ich habe bei 4 Baumärkten hier in der Umgebung angerufen und die hatten die nicht im Sortiment. Und auf Amazon haben diese Nutensteine 20 Euro gekostet, 50 Stück. Und erstens habe ich keine 50 gebraucht und zweitens waren mir 20 Euro viel zu viel für die Dinger. Und dann habe ich die einfach selber gedruckt. Und auch da ein bisschen rumexperimentiert, 3-4 Dateien ausprobiert, bis ich dann schließlich solche gefunden habe, wo man eine Mutter einsetzt. Und das war super stabil und richtig geil. Ich habe dann später auch erst gerafft, dass ich dafür nicht den ganzen Drucker auseinanderbauen muss, sondern dass man diese T-Muttern einfach so reinschieben kann ins Profil und dann mit einer Zange drehen. Geile Sache. Tada. Auf die gleiche Weise habe ich dann noch so eine Verstärkung für die Z-Achse montiert. Und noch ein weiteres cooles Upgrade war, mich hat von Anfang an gestört, dass das Display keine Rückseite hat, nämlich die Platine ist da einfach offen. Dann habe ich mir eine Display-Rückseite runtergeladen und die hat sogar noch eine Halterung für eine Verlängerung vom USB-Kabel. Also jetzt kann ich einfach den USB-Stick vorne einstecken, ohne da irgendwie hinten rumfummeln zu müssen. Das finde ich auch super. Das war's zu den Upgrades vom Drucker. Ich will noch kurz was zum Thema Timelapses loswerden. Ich habe mich am Anfang total gefreut, dass ich irgendwie zu jedem Druck so einen schönen Zeitraffer machen kann. Aber weil irgendwie das Druckbett sich bewegt und der Druckkopf sich bewegt und die Kamera halt nun mal irgendwie so alle 1-2 Sekunden halt ein Foto macht, ist es halt voll das Gezuppel. Das hat mir gar nicht gefallen. Was richtig geil wäre, wenn man irgendwie der Kamera sagen könnte, okay, das Druckteil ist jetzt genau immer an diesem Punkt und immer am gleichen Punkt wird ausgelöst, sodass sich das dann nur noch in der Z-Achse bewegt und sozusagen der Druck dann so aus sich herauswächst. Das fände ich richtig geil, aber ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Und wenn du davon Plan hast, auch gerne in die Kommentare damit. Ich habe jetzt richtig viel gelabert, ich höre auch gleich auf. Eine Sache zeige ich euch noch. Ich habe ja bisher viel so Kleinkram gedruckt, ja. Und einmal und jetzt am Ende wollte ich dann mal das ganze Druckbett ausnutzen, also die 18x18 cm habe ich. Und da habe ich was sehr Tolles gefunden, dieses Face Shield. Das passt perfekt auf meinen Schädel und hat auch perfekt aufs Druckbett gepasst. Und finde ich super cool. Das Schild ist eigentlich ein bisschen größer. Das ist jetzt einfach so so Folie für einen Overhead-Projektor. Das kann man sicher noch besser machen, ja. Aber es ging halt darum, dass man diese Teile hier druckt. Und das fand ich schon stark, wie schnell und wie gut es geht. So, das war die letzte Sache. Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin, wie gesagt, immer noch total fasziniert von der Geschichte. Es wird sicher noch mal so ein Video geben. In ein paar Wochen, Monaten gucken wir mal. Und wie immer, war schön. Macht's gut, Leute.